Mein Vortrag ist Selbsthilfe, ein wichtiger Baustein in der Hörimplantatversorgung oder man kann auch sagen, eigentlich bei jeder Behinderung, bei jeder Krankheit ist die Selbsthilfe ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ich wäre jetzt von drei Bausteinen ausgegangen. Wir haben einmal die Klinik, ja, wir haben die Nachsorge, wo der Mann zuständig ist, wir haben Hersteller, die uns erstmal gute Sachen liefern. Ja. So, und wir wären jetzt das vierte insofern, die Selbsthilfe, aber gerade Frau Stehens hat eigentlich noch einen ganz wichtigen Baustein genannt. Wirklich, nehmen Sie den Integrationsfachdienst in Anspruch. Es kann Ihnen nichts Besseres passieren, wenn Sie arbeiten. Als anderes kann ich Ihnen sagen, für mich war das, als das eingeschaltet wurde, Weihnachten und Neujahr und Geburtstag auf einen Tag. Ja? So, ich sage Ihnen aber jetzt erst einmal etwas zu meiner Person. Also mein Name ist Marion Hölterhoff. Ich selbst bin seit meinem 7. Lebensjahr durch Masern und Mumps einseitig getaumt. Ich habe bis 35 habe ich auf der linken Seite 100% gehört. Habe also deshalb eine ganz normale Schul- und Studienlaufbahn, bin Lehrerin geworden für Deutsch und Philosophie, zwei sehr sprachlastige Fächer und habe mir während meiner Ausbildung und noch nie Gedanken gemacht, kannst du das oder kannst du das nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe es gekonnt, ich habe es mit ganz viel Anstrengung gekonnt, ich habe es mit ganz viel Offenheit gekonnt. Es gibt keinen Schüler von mir, der nicht wusste, dass ich schwer bin. Auch das einfach ein Tipp für Sie. Gehen Sie offen damit um. Man sieht Ihnen Ihre Behinderung nicht an. Ja? Man hält Sie höchstens für doof, für arrogant oder was ist denn das für ein komischer Typ. Aber im Endeffekt ist es ja nur, dass wir bestimmte Dinge nicht so verstehen wie andere Menschen. Ja? Das habe ich gerade schon gesagt. Mit Mitte 30 fingen dann die Hörstürze auf dem hörenden Ohr an. Ich bin ein ganz kommunikativer Mensch, ich brauche Kommunikation mit anderen. Und es kam dann wirklich diese Panik, auch bei jeder Erkältung, kannst du irgendwann wieder machen. Ja? Also, weil einfach rechts wurde mir immer gesagt, das ist gar nicht möglich. Mit Ende 30 habe ich dann eine Bluetooth-Versorgung bekommen. Erst wirklich so, dass nur von der rechten Seite rübergeleitet wurde. Relativ schnell brauchte ich dann aber auch die Verstärkung auf meiner Hörgeräteseite. Ich bin damit fast 20 Jahre nicht gekommen. Ich kenne viele Menschen, die kommen damit überhaupt nicht klar. Ja? Aber das muss jeder auch wirklich ausprobieren. Für mich war es die Lösung, weil ich eben keine Chance hatte, irgendwas zu erste Information, wirkliche Information über das CI bekam ich von meinem HNO 2008. Bin dann nach Hannover gefahren, habe dort die Ablehnung bekommen mit einer irrsinnigen Begründung. Hätten Sie mir damals gesagt, dass die eigentliche Begründung ist, einseitig Ertaubte werden 2008 noch nicht implantiert, hätte ich damit ja umgehen können. So bin ich völlig enttäuscht nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, das war's. Ich habe dann 2009 die Stelle gewechselt, auch durch meinen Mann, dass ich dann nach Hagen gezogen bin. Und habe dort in Hagen das erste Mal Kontakt zur Klinik aufgenommen. Und da war dann die erste Aussage, Sie werden nur Geräusche machen. 2010 war ich, lass mich jetzt mal rechnen, 46 Jahre ertaubt. Ja? Geräusche wollte ich überhaupt nicht hören. Ich war Lehrerin. Geräusche, um Gottes Willen, ich will Sprache. Ja, aber doch nicht noch mehr Geräusche. Dann, ich dachte nie, dass du fotografiert war, ne? Ach nein. Entschuldigung, das ist das, wo ich gesagt habe, ich habe mir selbst ein Ei gelegt. Ja. Da fehlt natürlich gar nichts. 2012 habe ich dann die erste Hörreha gemacht. Daraufhin hat sie Frau Stehens auch gerade schon aufmerksam gemacht. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen weiß, der jetzt auch kein Cochlea-Implantat hat oder einen hatte, wer weiß, dass es für Hörgeschädigte eine Reha gibt? Gut, aber Sie sehen, das ist wirklich die Minderheit. Ich kenne keinen HNO-Arzt, der seinen Patienten eine Hörreha empfiehlt. Ja? Sondern da kommt man nur auf Umwege dran, dass man durch Zufall von jemandem hört, das ist das. Und eine Hörreha ist das Beste, was Ihnen überhaupt passieren kann. Sei es als schwerhöriger Mensch oder sei es als CI-implantierter Hinter. Bitte mit Mikro, weil ich Sie sonst nicht verstehe. Ich habe nur eine Frage.
Ich würde gerne wissen, wer diese Hörbe ja machen kann. Nur Arbeitnehmer oder auch oder die Reha beantragen Sie selbst. Ja? Eine Reha, jetzt eine Hörreha beantragen Sie selbst, entweder über, wenn Sie Arbeitnehmer sind, über die Rentenversicherung, wenn Sie schon in Rente sind, über die Krankenversicherung. Wobei ich wirklich sagen muss, die Krankenversicherungen sind da sehr zickig, da muss man schon manchmal ein dickes Fell haben, gute Argumente für den Widerspruch, die sehen fast immer das erste Mal. Ja? Aber wer im Arbeitsprozess ist, hat auch wirklich diesen Anspruch und die Rentenversicherung unterstützt den Hörreas mittlerweile auch sehr, sehr stark, weil sie eben wissen, dass die Menschen wirklich arbeitsfähig werden. Ja? Denn das ist ja ein ganz großer Ansatz, die Menschen wieder in den Arbeitsprozess zu bekommen. Ich war also 2012 in dieser Hörrea und habe eben dort das erste Mal Kontakt zu ganz, ganz vielen auch Langzeitertaubten. Denn das war ja mein Problem, ich bin so lange ertaubt. Ja? Zu dem Zeitpunkt, ja, 46 Jahre, das, ne? Und habe immer bekommen, auch der Professor Westrup sagt ja immer, es ist ja auch immer ein bisschen abhängig von der Ertaubungszeit. Ich bin ein Ausnahmefall, das muss ich auch wirklich so sagen, dass ich nach so langer Ertaubung so gut hören kann. So, aber ich habe dort eben Menschen kennengelernt, die konnten hören, nach 20 Jahren Taubheit, nach 30 Jahren Taubheit. Ich bin aus der Reha raus, habe einen Termin in Hagen gemacht und habe gesagt, ich will ein Cochlea-Implantat haben. Ich hatte nichts zu verlieren, ich war rechts taub. Ja? Mir konnte ja gar nichts passieren. Dort sagte mir Professor Laubert wieder, Sie werden nie Sprache verstehen. Sie werden nur Geräusche hören. Zwinkerte aber mit den Augen und sagte, wir gucken mal. Ja? Also er konnte mir nicht sagen, ich werde Sprache verstehen. Denn wenn man so lange taub ist, ist die Frage, was kommt wirklich hinterher um. Oder dieses Beispiel von Professor Westhofen, wenn man sagt, ich probiere es einfach, ich weiß aber nicht, was da rauskommt. Ja? Aber wie gesagt, ich hatte nichts zu verlieren und ich wollte Sprache. Das war für mich das Allerwichtigste. Bin dann gleich im Oktober 2012 implantiert worden, hatte die erste Anpassung im November 2012, was da steht. Ja, sag mal, ich habe so eine selbstgemachte Depression gehabt das erste Wochenende. Ich sollte ja Geräusche hören. Die habe ich aber nicht gehört. Da war nichts an Geräuschen. Ich habe immer nur ein. So ging das den ganzen Tag. Ja, was immer das war, aber ich habe keine Geräusche gehört. Mein Mann hat geschimpft, hat gesagt: Ey, du weißt das doch, du kannst nicht hören, das ist viel zu lange taub. Gut, ich habe dann innerhalb der Woche die ersten zwei, drei Geräusche mal wahrgenommen, aber es war nicht viel. Eine Woche nach der ersten Fassung habe ich das erste Wort verstanden. Es war ein englisches Wort, weil ich über den Computer auch so eine Übung gemacht hatte. Man kann es ja nicht lassen, man muss ja gucken, was man kann, auch immer nichts kann. Das war das erste Wort, war Shoppingbag. Ey, das hast du jetzt gar nicht gehört haben. Shoppingbag. Mein Mann schlief noch nicht. Also er sitzt hier vorne, er fotografiert. Ich erkläre auch gleich, warum er das ist. Hab also diese Shoppingbag dort, bin hoch zu ihm, sag einen Satz. Wir wissen bis heute nicht, welchen Satz er gesagt hat. Ja? Ich habe versucht, ihn zu wiederholen. Sag nochmal. Er hat wieder einen Satz gesagt. Den habe ich wiederholt. Und dann sagt er, fast. Dieses Fast war das erste Wort, was ich wirklich verstanden habe. Und in der Zeit von seinem Aufstieg bis runter zum Frühstück, wir haben am Frühstückstisch gesessen, ich habe mein hörendes Ohr vertäubt und wir haben uns unterhalten nur über mein taubes Ohr. Ja? Ganz langsam, mit deutlichen Sätzen, ich musste wissen, worüber wir reden. Das klingt alles ganz toll. Ja? Sie haben vorhin zu Recht vermerkt, alles super toll. Das war toll, das war für mich ein Wunder. Und trotzdem war es schwer. Ja? Ich hab einen riesen, man kann das nicht Tinnitus nennen, ich hatte ein Breitbandrauschen durch den Kopf. Ja? Hochfrequentig, laut, ich habe nichts mehr verstanden. Ja? Und dann gibt es aber eben unsere Audiologen, die uns dann weiterhelfen. Wir haben dann alles wieder ganz runtergefahren, unter die Hörschwelle und Woche für Woche ein bisschen hoch. Ich habe rechts am CI kein Tinnitus mehr. Ich habe nach 4 Monaten war der weg. Ja?
das muss man ausprobieren. Man muss einfach gucken und man muss eben auch ganz, ganz viel Geduld haben. So, dann habe ich ein Zivilejahr gemacht, das erste dann im August, September 2013, für mich die Erfahrung gemacht, boah, ich kann auf dem rechten Ohr hören. Ich bin 6 Wochen lang nur mit dem rechten Ohr rumgelaufen, links verfolgt und ich konnte mich mit jedem unterhalten. Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe in der Zeit bei Herrn Bellerknecht habe ich dann gelernt, dass man auch Frauenstimmen verstehen kann. Ich hatte nämlich nur Männerstimmen verstanden. Ja? Aber auch das ging dann auf einmal. So, und durch diese Beiträge habe ich eigentlich für mich gemerkt, wie wichtig es ist, sich mit anderen auszutauschen. Ja, und habe dann gesagt, ich gründe eine Selbsthilfegruppe. Die habe ich in Hagen gegründet, die gibt es auch heute noch, die leite ich auch immer noch. Jetzt möchte ich ein bisschen zu dieser Bedeutung der Selbsthilfe kommen. Das war noch, wenn ich nochmal auf Sie zurückkommen darf. Ja? Die Ärzte erzählen, wie toll das ist. Die Firmen erzählen, wie toll das ist. Ja? Alles gut. Und ihre Bedenken zu sagen, ja, die Ärzte, die wollen nur verdienen. Das ist eine gute OP, die lohnt sich. Das ist was fürs Krankenhaus, wo die dran verdienen. Ja? Ist ein Argument, was ich immer wieder. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist Quatsch. Kein Arzt operiert Sie, hat kein vernünftiger Arzt. Und die meisten, wir haben glaube ich 16 Kliniken, Professor Westhoffmann, hier in Nordrhein-Westfalen. Keine dieser Kliniken operiert Sie, um Geld zu verdienen, sondern die operieren Sie, damit Sie wieder hören können. Pünktlich. Ja? Das ist meine Erfahrung und ich habe meine sind ganz anders, vor allem, wenn wenn Akustiker und Ohrenärzte, also das Problem ist, es kommt ganz oft, es kommt ganz oft vor, dass Ohrenärzte und Akustiker in einem Gebäude sind oder direkt nebeneinander. Das ist noch vielleicht. Die schieben sich die Klienten gegenseitig zu. Und dann geht das so, kenne ich hunderte von Fällen, da wollen die Ärzte nur an einen verdienen, helfen und ja nicht. Also die Erfahrung mache ich überhaupt nicht. Ich habe die gegenteilige Erfahrung, dass HNO-Ärzte überhaupt nicht über das TV informieren. Ja, das ist also ganz, ganz viele Ohrenärzte haben gar keine Ahnung von TV. Ist leider so, die Erfahrung haben wir auch vom Bundesverband gemacht, wir haben Umfragen gemacht. Akustiker verdienen nichts mehr an Zivilpatienten, jedenfalls nicht mehr richtig. Ja, wir sind verlorene Patienten für die. Sei denn, sie haben die Fortbildung und machen auch Anpassungen, aber ansonsten, also meine Erfahrung mit Tausenden von Zivilpatienten ist, dass diejenigen, die sich gern operieren lassen, auch wirklich gut sind. Ich kann Ihnen noch einen Tipp geben. Gucken Sie im Internet und suchen Sie das CI-Register von der Schweiz. Ja? Die Schweiz hat vom ersten Tag an hat die Statistik geführt. Bei der ersten CIOP ja, hat die Menschen über Jahrzehnte begleitet und geguckt, welche Erfolge haben sie. Und sie werden dort sehen, dass 75% der CI-Implantierten sehr gut oder sehr zufrieden sind, bis zufrieden. Die 25%, die nicht zufrieden sind, da liegen auch ganz andere Ursachen dahinter. Ich würde niemals einem Menschen, der von Geburt an taub ist oder von Geburt an Taubheit ganz schwerhörig ist, dem würde ich niemals mit 20, 30 empfehlen, ein CI zu machen. Ja, für den wird es immer schwierig sein. Es gibt auch da Erfolge, da muss derjenige sagen, ich will das. Ja, aber das einfach so zu empfehlen, wäre von meiner Seite fahrlässig, wenn ich das tue. Ja? Ich rede hier hauptsächlich von Menschen, die erbtaub sind. Und da haben die allermeisten wirklich sehr, sehr gute Erfolge. Wie gesagt, ich kenne auch an taubheitgrenzenden Menschen, die schwerhörig waren, die gute Erfolge haben, die sagen, egal, ist ja immer eine Frage der Definition, was ist gut. Ja? Alles, was besser ist als vorher, ist gut. So, und wenn sich jemand bei mir beschwert und sagt, ich kann immer noch nicht hören, dann sage ich immer dein CI ab. Dann rede ich mit dem und dann sagt er, hä, was hast du gesagt? Ich sage, ja, bitte. Welchen Erfolg hast du denn schon? Wir müssen auch mit den kleinen Schritten zufrieden sein. Ja? So, also vor der OP sind wir einfach mal, wir sind die Betroffenen. Und von unseren Erfahrungen profitieren die. Wenn ich jemandem sage,
ich habe gute Erfahrungen gemacht, verkaufe ich damit kein CD. Ich verdiene nichts daran. Ich verdiene nichts daran, dass ich hier bin und einen Vortrag halte. Ich mache das alles gerne. Ja? Wir sind mit keiner Firma verbunden, wir sind mit keiner Klinik verbunden, sondern wir sind absolut unabhängig und gemeinnützig. Ja? Wichtig ist aber, in diesen Gruppen Ängste ansprechen zu können, Ängste zu nehmen. Ja, viele haben eine Angst vor der OP oder sonst irgendwas. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist, diese ganzen Unsicherheiten zu beseitigen. Und natürlich da vielleicht auch ein bisschen auf dem Weg der Entscheidungsfindung dann auch wirklich weiterzukommen. Nach der OP, ja, da, und das ist, möchte ich eigentlich noch kein CI haben, die aber sich das überlegen, wirklich ganz deutlich sagen, ein CI ist keine Brille, ein CI ist kein Hörgerät. Sie setzen das nicht auf und können hören. Sie müssen das Hören lernen. Und der Prozess ist unterschiedlich lang. Ja? Also wir unterstützen als Selbsthilfegruppen eben auch den Prozess des Hörenlernens und wir sind die Geduldbringer. Ich möchte immer überall, wo ich bin, ein Riesenplakat hinhängen, wo draufsteht, in Großbuchstaben Geduld. Ja? Viele möchten gerne vorher wissen, wie höre ich mit Sie? Das kann Ihnen keiner sagen, weil jeder anders hört. Und ganz schlimm sind diese Hörbeispiele, die Sie im Internet finden. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden so nicht hören. Ein Hörbeispiel kann ich Ihnen empfehlen. Und zwar heißt das einfach das elektrische Ohr. Das ist eine Seite von Quarks und Co. Wenn Sie da drauf gehen und sich das anhören, da wird ein Satz gesprochen, dann werden Sie sagen, ist die bescheuert, die empfiehlt mir ein CI. Sie werden diesen Satz nicht verstehen. Dann gehen Sie weiter und hören sich diesen Satz normal gesprochen an. Gehen wieder zurück zum CI, ja, und Sie werden mindestens die Hälfte des Satzes verstehen. Beim dritten Hören verstehen Sie alles. Und da geht es mir nicht darum, Ihnen zu zeigen, wie höre ich mit CI. Das können Sie vergessen. Ich habe zu Anfang habe ich gesagt, Morsezeichen, das war die Sprache. Ja, heute kann ich jeden unterscheiden. Vorhin konnte ich genau wissen hören, der Herr Dickmar spricht jetzt, ja, oder Professor Westhoff spricht, ohne hinzugucken, weil ich das genau auch vom Klang unterscheiden kann. Das war ein Prozess. Aber Sie können an dem Hörbeispiel sehen, wie schnell Ihr Gehirn lernt. Innerhalb von Minuten verstehen Sie diesen Satz. Ja, und das einfach als Mutmacher dafür, wie Sie auf Dauer verstehen. So, wir sind, geben Tipps bei Unsicherheiten, wir sind vor allem Gleicher unter Gleichen. Wir sind keine Ärzte, wir sind keine Verkaufsfirma, wir verdienen nichts daran, sondern wir möchten nur unsere Erfahrungen weitergeben. Und, was wir immer wieder merken, man fühlt sich verstanden. Da ist jemand, der weiß, wovon er redet, der weiß auch, wie schlecht ich mich fühle, der weiß auch, wie anstrengend das ist. Und hier brauche ich mich vielleicht mal nicht anzustrengen. Ich habe dann vielleicht eine Schleife, also in meiner Selbsthilfegruppe ist nur eine Schleife ausgelegt. Ja. Wir haben auch eine FM-Anlage vom Verband zur Verfügung und das geht wunderbar. Ja. Es ist insgesamt einfach eine ganz, ganz große Entlastung, auch für andere. Ich empfehle immer auch, dass andere mitkommen, damit auch Sie merken, so, wie geht es denn dem anderen? Damit aber auch der Schwerhörige merkt, geht es denn meinen Angehörigen mit mir? Da komme ich aber später nochmal drauf. So, da komme ich gleich hin. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Damen und einen Herrn vorstellen, nochmal richtig vorstellen. Das ist die Stefanie Brittner. Stefanie, kommst du mal bitte zu mir? Denn ich komme aus Iserlohn. Sie können mich jederzeit anmelden, Sie können jederzeit fragen, aber vor Ort ist Stefanie Brittner für Sie zuständig, wenn es um CD und Menier geht. Dann haben wir noch die Heike Sauer da. Und den Michael, ne? War richtig. Gut. Die beiden machen die zweite CI-Gruppe hier in Aachen, da mehr spezialisiert auf CI-Leute. Ne? Vielleicht möchtet ihr noch ein bisschen was zu eurer Gruppe sagen. Bei uns ist es so, dass wir nicht in Konkurrenz, sondern wir beraten dementsprechend. In meiner Gruppe sind hauptsächlich Menschen, die einseitig ein CI tragen und gleichzeitig Morbus Menier haben.
und bei der Heike. Aber Moment, meine Gruppe findet im Klinikum in Aachen statt. Der Professor Westhofen hat uns die Bibliothek freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aber die Selbsthilfe, wie schon mehrfach gesagt worden ist, ist komplett unabhängig. Also wir machen die Tür zu, da wird nichts abgehört. Bei uns wird frei Schnauze geredet und da kann man seine Gefühle lassen, da kann man auch mal weinen. Wir lachen auch miteinander. Wir sind eine nette Truppe und man kann auch einfach mal vorbeikommen und sagen, ich komme einen Abend und das ist nicht verpflichtend. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns auch untereinander, wenn irgendwelche Probleme sind, kurzfristig, auch wenn jemand mal gar nichts mehr hört, kurzfristig per Schrift Hilfe leisten können. Also ist eine feine Sache. Ich mache das seit 1,5 Jahren und ich habe das nämlich genau zur gleichen Zeit gestartet. Jetzt bist du dran. Ja, zur gleichen Zeit in Aachen gestartet. Wir sind am HGZ, am Hörgeschädigtenzentrum, treffen uns jeden zweiten Montag im Monat um 18.30 Uhr. Jeder ist herzlich willkommen, jeder CI-Träger oder jeder, der vor der Entscheidung steht. Ja. Ich habe dem nichts zuzufügen. Ich möchte aber noch sagen, kurz, wir haben auch noch eine dritte, ja, ich sage mal, inoffizielle Selbsthilfegruppe, und zwar am Klinikum bei der Frau Kuschowa. Das ist ein sogenanntes CI-Café. Da treffen wir uns den ersten Donnerstag im Monat im Klinikum und das ist eigentlich auch so ein lockerer Zusammenschluss von CI-Trägern und welchen, die es werden wollen. Und das ist einfach quatschen über Probleme, über neue Techniken oder sonst so, oder auch einfach nur über private Sachen, über Urlaub oder so. Da kann auch jeder mitkommen, der möchte. Dankeschön. So, ich stehe jetzt hier nicht fertig auf Versuchung, dafür etwas kürzer zu machen, aber was ich Ihnen jetzt noch mitgeben möchte, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich stehe jetzt nicht nur als Betroffene bei Ihnen und auch nicht nur als Selbsthilfegruppenleiterin, sondern dadurch, dass ich die Gruppe gegründet habe, Kontakte zum Verband bekommen habe, bin ich mittlerweile auch voll im Verband integriert. Ich bin die erste Vorsitzende des Landesverbandes für Cochlea implantiert. Wir sind ein gemeinnütziger Verband, arbeiten rein ehrenamtlich. Ja. Deshalb ist mein, das habe ich jetzt hier nicht stehen, deshalb bin ich. Hat mich mein Mann eben auch mitgebracht, der ist vom Verband der Pressesprecher, der macht die Öffentlichkeitsarbeit, der ist unser Schriftführer, der macht also alles, was auch mit irgendwelchen Informationen zu tun hat. So, man braucht nämlich auch eine qualifizierte Beratung und dafür sind wir für die Selbsthilfegruppen auch da, ja? Dass wir denen auch, oder auch eben für die Betroffenen, eben jenseits von Vorurteilen, jenseits von Panik machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja? Jenseits von Fehlinformationen, das betrifft vor allen Dingen auch die Eltern von CI-Kindern. Ja? Auch da laufen so viele Fehlinformationen. Und die Unabhängigen von anderen, darauf möchte ich einfach nochmal hinweisen. Nochmal auf Sie zurückzukommen. Ich kann nicht hier vorne stehen und kann sagen, dass CI ist Mist. Weil ich viel, viel zu viele Menschen kenne, denen es eine ganz neue Lebensperspektive gibt. Ja, und das lasse ich mir eben auch nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht akzeptiere, dass es auch Probleme geben kann. Ja, das ist völlig klar. Es kann, muss nicht bei jedem funktionieren. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, naja, derjenige hat es selbst geübt, der ist selbst schuld. Nein, es kann medizinische Gründe geben, es kann psychologische Gründe geben, ja, es kann Unbehaglichkeitsgründe geben oder was auch immer. Alles klar. Ja, aber wir sind auch alle mit selbstverantwortlich, wie weit wir mit unseren CI gehören, denn wir müssen daran arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Und eben eine Vernetzung mit kompetenten Partnern, dazu zählen wir uns eben als CI-Verband und wir vernetzen uns natürlich auch mit den Kliniken, mit den Herstellern, mit den Integrationsfachdiensten, ja, mit der EUTB, ergänzende unabhängige Teilberatung. Also und vor allen Dingen natürlich versuchen wir auch ein Standbein in der Politik zu bekommen. Ja, also jetzt, unser Verband hat momentan gute Beziehungen auch zur Patientenvertreterin von und Behindertenbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen und
dafür ist das natürlich auch gut. Und ich sage jetzt mal so, weil ich es hinterher nicht mehr sage, an der Stelle brauchen wir auch die Mitglieder. Die brauchen wir nicht, damit wir unsere, sage ich, 46 Euro im Jahr bekommen. Nein, die brauchen wir, um sagen zu können, wir vertreten so und so viele Menschen. Ja? Und das ist für mich immer dieses Anliegen zu sagen, so, wir möchten so viele wie möglich vertreten und so viele wie möglich für die Menschen. So, wir sind der Cochlea-Implantatverband NRW, Sie sehen da oben den Vorstand, wobei einer noch nicht mehr dabei ist, die dafür aber etwas Neues haben, aus ihrer Region, aus Mönchengladbach. Unsere Aufgaben sind eben fördern und begleiten, Rehabilitation tauber Kinder und ertaubter Erwachsene nach einer Cochlea-Implantation ideell zu fördern und zu unterstützen, Hörgeschädigte zu fördern und auf ihrem Weg ins neue Hören zu begleiten, Treffen mit Gleichgesinnten und Austausch. Ach, das ist extra ein bisschen schneller, damit ich an den Stellen, die mir noch ganz wichtig sind, was sagen kann. Die ist mir nämlich wichtig. Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, auch Eltern von CI-Kindern anzusprechen. Es ist uns jetzt gelungen, dass wir eben auch für diese Eltern eine Anlaufstelle sind, dass wir eine Plattform zum Austausch bieten und wir haben im Juli das erste Eltern-Kind-Seminar gehabt. Ja, mit sehr großem Erfolg und das vielleicht so an die, die es weitergeben können. Wir werden am 7. und 8. Dezember ein zweites Seminar haben, auch ein Anfängerseminar, ein erstes, hauptsächlich für Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter. Es sind noch ein paar Plätze frei, also es kann noch 4 bis 5 Plätze vergeben, wenn ihr also jemand habt. Bitte, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir werden auch nächstes Jahr Folgeseminare machen und wir haben einfach, hier kommen jetzt so Bilder von der Eltern-Kind-Seminar, wo man eben sehen kann, der Austausch der Eltern untereinander ist das Wichtigste überhaupt, ja, sich auch angenommen zu fühlen. Input durch Seminarinhalte, wichtige Erfahrung, aber auch für die CI-Kinder. Ich habe auch die Erfahrung, dass mir Eltern sagen, wir brauchen das nicht. Mein Kind ist genug inkludiert. Ja? Ja, wunderbar. Da ist es ein CI-Kind oder ein schwerhöriges Kind unter 24 guthörenden Kindern. Wie kann das denn inkludiert sein? Es ist schwerhörig, es ist taub. Und es ist immer anders als die anderen Kinder. Es kann ganz normal leben, das ist eine ganz andere Kiste. Aber es muss seine eigene Identität finden. Und die muss es finden mit seiner Schwierigkeit. Und bitte nicht erst, wenn es erwachsen ist und dann merkt, ich bin doch ganz anders und mir fällt alles irgendwie schwerer. Und es war selbst, also auch jetzt, diese kleinen Kinder, die wir hatten, waren da noch von Gruppen, die haben da so ein paar Bilder von auch mit der Kinderbetreuung, die war quasi mit Kindern dieses Seminar, dass dann Kinder gesagt haben, guck mal, der hat auch solche Zauberohren wie ich. Ja? Und das ist wichtig, dass sie das merken, dass sie beides sind. Sind normal. Natürlich, die sind ja nicht bescheuert, die können nur nicht hören. Aber sie sind schwerhörig. Das darf man einfach nicht vergessen. Wir bieten aber auch für Erwachsene ganz, ganz viele Seminare an. Wir haben ein Fotoseminar, da läuft es nächstes Jahr der vierte Teil. Das ist nochmal so von unserem letzten, was wir da so an Fotos gemacht hatten. Das waren alles so Experimente. Wichtig sind diese Seminare, dass mithilfe von unseren Anlagen Hörgeschädigte einfach auch an ganz normalen Seminaren teilnehmen können, was man sonst nicht kann. Wir haben ein Malseminar angeboten, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird es nächstes Jahr wieder eins geben. Auch das war ein großer Erfolg, ganz großer Erfolg, erlebnisreise Schwerhörigkeit. Auch da kann ich Ihnen sagen, werden wir eine Neuauflage machen. Das heißt, Sie können mit Ihrem guthörenden Partner zu uns kommen, zu dem Seminar, Sie können alleine kommen. Der Guthörende kann kommen, um sich einfach mal zu informieren. Wie ist das eigentlich, wenn ich jemanden habe, Arbeitskollegen oder sonst irgendetwas? Sobald unsere Termine feststehen, werde ich das an die Klinik weitergeben. Dann können Sie einen Aushang machen und dann können Sie sich auch einfach bei uns anmelden. Sie können bei uns teilnehmen als Mitglied, Sie können aber auch als Nicht-Mitglied teilnehmen. Dann ist es ein bisschen top. Ja? So. Was wir auch haben, ist die junge Selbsthilfe, das heißt 18 aufwärts bis jung geblieben. Da setzen die selbst keine Grenzen. Die gehen etwas anders vor. Die wollen nämlich eine andere Form des Austauschs erstmal haben. Die wollen nicht zusammensitzen und erstmal nur alle reden und dann haben die Vorstellung, die Alten sitzen da eben und trinken Kaffee. Ja,
tun wir eigentlich nicht, aber das ist so die Vorstellung. Junge Leute, die Selbsthilfe zu kriegen, ist ganz, ganz schwierig. Es ist uns gelungen. Wir haben mittlerweile einen Stamm von 30 bis 40 jungen Schwerhörigen, die sich in regelmäßigen Abständen unterschiedlicher Stärke der Gruppe treffen. Und das machen sie eben mit Hilfe von Events. Ja, die sind Klettern gewesen, die waren Segeln, haben so ein Sommerfest gemacht, die machen eine Amsterdam-Fahrt jetzt im Oktober und wir werden noch ein Weihnachtsfest auch wieder machen. Aber es wird immer auch Austausch stattfinden. Da ist genau die Erfahrung. Ich kann hier loslassen. Ich bin hier gleicher unter Gleichen. Also vermitteln und verbinden, das heißt, auch wir sind in der Klinik. Wir knüpfen, organisieren und pflegen Kontakte zwischen den Betroffenen untereinander, zwischen Betroffenen, Fachleuten aus Medizin, Therapie und Technik. Ich sage nicht, geh jetzt nach Aachen und lass dich unteroperieren, das ist die einzig beste Klinik. Ich sage auch nicht, Haken ist die einzig beste Klinik. Ja. Aber ich sage, gebe Menschen die Perspektive, du wohnst da, dann guck doch mal da, dann versuch doch mal da. Oder wenn du das nicht willst, dann gibt es auch noch Alternativen, Zweitmeinung oder sonst irgendwas. Ja. Wir informieren und beraten und da möchte ich nochmal auf unseren Tisch hinweisen. Wir machen Standbetreuung auf Messen und Hörtagen. Wir werden also übernächste Woche, die ganze Woche auf der Reha-Care vertreten sein. Sie haben unsere Zeitschrift, die ZIP NRW News, die erscheint zweimal. Sie dürfen sich gerne eine mitnehmen. Und das ist die Verbandszeitschrift. Und wir haben durch diese ZIP NRW News eben dass wir die Öffentlichkeitsarbeit haben, dass wir sie informieren können, dass wir sie erreichen und einfach auch alle möglichen Informationen über das Ziel weitergeben. Das machen wir auch mit Hilfe der neuen Medien. Das hatte ich Ihnen schon gesagt, dafür ist mein Mann zuständig. Wir haben eine Homepage, die kann ich Ihnen sehr empfehlen, also www.zifnrw.de und zifnrw-news.de. Sind zwei Homepages und einer vereinigt, die kommen auch beide gleichzeitig. Wenn Sie was über das CI wissen wollen, gehen Sie doch mal. Wir werden dort fast alles geben. Ja? Wir sind auch vertreten über Facebook und Co. Auch da, ich selbst auch. Ich schalte mich da nur ein, wenn ich merke, erzählt jemand total Blödsinn, dann ansonsten lese ich mit, um zu gucken, wo sind Probleme, wo müssen wir vielleicht nachhaken. Und so weiter. Mein Mann ist da ein bisschen aktiver. So, dann sagte der Herr Professor Westhofen vorhin, ja, gucken Sie mal, ein bisschen längere Haare als meiner können Sie das verstecken. Das wollen wir überhaupt nicht. Ja? Wir machen seit 2016 eigentlich so eine Art Wettbewerb zu E-Kopf. Verstecken war gestern. Ob das ein CI ist, ob das ein Hörgerät ist. Der dümmste Satz ist, man soll das nicht sehen. Man sieht ihnen nicht an, dass sie schwerhörig sind. Und warum soll man nicht sehen, dass sie ein Hörgerät haben? Die tragen doch eine Brille. Die kämen doch gar nicht auf die Idee, diese Brille mit einer Tarnkappe zu versehen oder diese Brille nicht zu tragen morgens. Ja? Auf die Idee kommt doch kein Mensch. Aber ein Hörgerät, das muss das dann schrecken. Ja? Oder, wobei ich sagen muss, ein Hörgerät. Ich kenne ganz, ganz wenige CI-Träger, die ihr CI nicht tragen. Also die kann ich wirklich an einer Hand anziehen. CI-Träger tragen ihr CI, wenn die kann wieder hören. Ja? Aber wir verstecken nicht, sondern wir haben einen Wettbewerb gemacht, wer hat das schönste CI, hat den schönsten CI-Kopf. Und das werden wir auch im Rahmen, das läuft alles über Facebook, da ist auch dann die CI-Kopf-Gruppe, da werden wir auch fürs Jubiläum nächstes Jahr, da kommen wir nochmal drauf machen. Wir haben dafür den Selbsthilfebereich der Bundesorganisation bekommen, die CI. Und worauf wir ganz stolz sind, 2017 den NRW Selbsthilfepreis der Krankenkasse. So, das können Sie sich einfach durchlesen, was wir machen. Wir betreuen 30 Selbsthilfegruppen und wir machen diese Öffentlichkeitsarbeit. Und einladen möchte ich Sie einfach jetzt schon. Nächstes Jahr haben wir am 29. August unser 20-jähriges Jubiläum. Das werden wir in Gelsenkirchen feiern, im Stadtpfalz. Und da ist jeder herzlich willkommen. Vormittags 20 Jahre muss man ein paar Reden über sich ergehen lassen, das ist so. Aber wir werden auch ein CI-Symposium machen, also mit Fachvorträgen, so 3 bis 4 Fachvorträge. Und nachmittags wollen wir einfach mit allen feiern. Mit ganz vielen Aktionen, wo man sehen kann, das kann ich schon gewonnen, das ist doch toll.
und einfach ganz fröhlich und schön zusammen sein. Unsere Förderer habe ich nochmal. Ich danke für die Aufmerksamkeit.